Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ihr seht, wir sind schon wieder geladen. Ich habe den Truck hier mal kurz eben an die Seite abgestellt, damit wir noch die Papiere und alles fertig machen können. Verzurrt ist das ganze Ding. Ich finde so eine Forstmaschine immer beeindruckend. Und das hat schon was. Alles an. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange, sondern machen uns auf den Weg. Rein in die gute Stube. Let's go. Sehe ich genauso. Ja, Fenster können wir wieder zumachen. Wo es hingeht, habt ihr ja wieder gesehen. Dass wir hier auch heil rauskommen. Ne, wir nehmen nicht wieder diese enge Straße. Muss doch auch anders hier wegkommen. Du schickst mich jetzt hier nicht einmal im Kreis, oder? Dann halten wir nochmal hier an und gucken zusammen nochmal auf die Karte. Doch, das geht da wieder zurück, um da hinten rauf, aber wir können doch auch sicherlich hier lang fahren. So machen wir das nämlich. Ja, perfekt. Drive safe. Weil da habe ich nämlich keine Lust zu, dass wir diese enge Straße noch mal wieder zurückfahren. Weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob wir noch mal so viel Glück haben, dass wir keinen Gegenverkehr haben. Eigentlich wollte ich euch bloß diesen schönen Ausblick zeigen. Das war der ganze Plan. Nee, Spaß beiseite. Das war natürlich nicht der Plan. Die bei HMS werden sich auch denken, was stimmt mit dem Jungen nicht. Zweiter Versuch hier wegzukommen. Irgendwie kenne ich diese Kreuzung. Zumindest kommen wir ja schon mal in die grobe Richtung, wo ich versuchen möchte hinzukommen. Ihr habt es ja bei Michael gehört, dass wir uns, wenn es klappt, in Houston treffen wollen. Ob der Plan wirklich aufgeht, weiß ich noch nicht.
Es hängt halt immer damit zusammen, was HMS so an Touren hat. Aber bisher stimmt schon mal die Richtung. Ich meine, und wenn Michael zum Grillen einlädt, dann wäre ich schön blöd, wenn ich da sagen würde, nein. Wenn sich's halt ergibt, dann bin ich definitiv mit am Start. Das ist auch die reinste Achterbahn hier. Da sind wir in Santa Cruz. Und was stimmt mit dir hier nicht? Was war das denn jetzt für eine sinnfreie Aktion? Okay, muss man nicht verstehen. Und ihr seht es oben noch schön eingeblendet, auf welcher Version ich unterwegs bin. Und ich muss sagen, also bisher bin ich wirklich sehr begeistert von der ganzen Version. Läuft sehr stabil. Hauptaugenmerk liegt ja allerdings auch hier jetzt auch den Multiplayer, der wirklich auch sehr gelungen ist, wo ich auch schon die ein oder andere Meile zurückgelegt. Jetzt allerdings schon seit längerem nicht mehr. Aber das wird auch wieder kommen. Wurde ja auch noch wieder einiges gefixt und kam neu dazu. Muss ich mir dann nochmal angucken. Aber wir sind ja hier nicht wegen dem Multiplayer da, sondern wegen der Story. Santa Cruz rauskommen. Ich denke mal, dann werde ich auch wieder etwas gesprächiger werden, aber ich muss mich jetzt aktuell hier doch noch mal ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht doch noch irgendwas umsemmel. Hat sich das ja gelohnt, auf die rechte Spur zu wechseln. Aber der hinter uns lässt zum Glück eine große Lücke. Vorne schon 55 Meilen eingeloggt.
fallen lassen. Die Erntemaschine hier, die bringen wir nicht zu einem Betrieb im Wald oder zu einem Sägewerk oder ähnliches, sondern der geht nach Rail Export. Wird da dann wohl auf Schiene weiter transportiert. Aber das soll nicht mein Problem sein, weil ich bringe das Ding bloß nach Brastow. Stay right and then exit right. Fresno. Exit right. Die Heimat von Tom Diesel Customs. Dem hat man ja auch schon jetzt lange nicht mehr gehört. Aber ich denke mal, der wird schon noch irgendwann mal wieder auftauchen. Ich denke mal, der hat aktuell einfach nur andere Sachen zu tun. Und es war so klar, dass während der Aufnahme der Frosch wiederkommt. Nicht so schnell, weil wir wollen ja keinen Ärger mit den Cops bekommen. Und die würden ansonsten mit meiner Oversize-Ladung mich auch ganz schön auseinandernehmen, weil die können da ja wirklich dann bis ins kleinste Detail alles kontrollieren. Und wenn ich nur eine Sache im Permit überlesen habe, dann bin ich ganz schön am Popo. Michael hatte mir auch noch Bilder geschickt. Er hat jetzt ja endlich sein Tarp. Hat er das den ganzen Zug auch im kompletten Firmen-CI. Was natürlich auch schon mal sehr schön ist, wenn man dann ein stimmiges Gesamtbild hat. Ja, mit meinem Gespann hier so ein bisschen der Paradiesvogel. Die bei HMS sagten ja auch, dass sie selten erlebt haben, dass ein Trailer in der gleichen Farbe ist wie der Truck. Aber ich bin halt nur mal so verrückt und mir gefällt's auch. Und das ist ja die Hauptsache, ich muss ja mit ihr arbeiten. Und aktuell kann ich mich nicht beschweren. Wir haben $3.600 auf dem Konto. Kommt jetzt heute auch noch wieder gut Geld rein. Ich weiß gar nicht, wo der Kollege Daniel rumfährt, aber eventuell kommt von dem auch noch wieder ein bisschen Geld rein. Also aktuell können wir uns wirklich nicht... Und da sind die täglichen Kosten runtergegangen, oder?
Ja. Aktuell können wir beide uns nicht beschweren. Wir verdienen das Geld, es kommt rein. Sein Gehalt ist gesichert. Mein Überleben ist auch gesichert. Also alles wunderbar. Mal gucken, soweit ich weiß, kommen wir noch durch Bakersfield durch. Eventuell, wenn es die Zeit zulässt, könnte man ja noch mal einen kleinen Abstecher bei Anna machen. So in diesem Blau finde ich den Cascadia ja auch echt schön, muss ich sagen. Die bei HMS waren halt ein bisschen erstaunt, dass ich mit dem Cascadia Oversize fahre. Weil der Truck dafür eigentlich jetzt nicht so bekannt ist, dass man damit halt direkt Oversize fährt. Aber ich habe ihn dann auch, mich dann mit denen unterhalten und habe ihnen das Ganze mal so ein bisschen erklärt, wie es dazu kam und er meinte denn auch bloß Great Truck. Ich meine, man sieht davon ja auch wirklich einige rumfahren. Natürlich ist meiner der schönste. Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt und ich noch bis nach Tucson komme, um den guten Kollegen Michael mal wieder zu treffen. Aber ich glaube, von Barstow dürfte das auch gar nicht mehr so weit eigentlich sein. So, für den Verbrauch sind die 55 Meilen in Kalifornien echt top. Da kannst du wirklich ganz gemütlich dahin cruisen. Diesel haben wir auch noch genug im Tank, also hier brauchen wir noch nicht raus. Kalifornien tanken wäre jetzt sowieso nicht unbedingt so das, was auf meiner Liste ganz oben steht. Wir haben nicht so viel Glück bei der Waage. Gut rausgemusst hätte ich so oder so. Sie wollen halt auch, dass wir über die Waage rüberfahren und nicht den Bypass. Können wir gleich mal gucken, was wir so wiegen. Lassen wir den Kollegen erstmal weg. Machen dann aber die Fenster wieder runter, damit wir hören, falls sie irgendwas von uns wollen.
es kommt nichts. Heißt also, dass es alles wohl in Ordnung ist. Oh, die Fenster wieder hoch. Und weiter geht's. Der lässt uns rauf, das ist aber... Und das vom Ami. Also ich bin mehr als begeistert. Und normalerweise sind die amerikanischen Pkw-Fahrer, nennen wir es mal, freundlich gesagt, ein bisschen komisch. Nur als ich fertig war mit Laden und Sichern, da kam noch ein Mac angefahren bei HMS. Und den habe ich dann mal was gefragt, weil der hatte vorne die goldene Bulldogge drauf. Und da hat sich herausgestellt, wenn ein Mac die goldene Bulldogge drauf hat, dann ist der aus 100% US-amerikanischen Teilen gebaut. Und das ist jetzt auch kein Käse, den ich euch erzähle. Das habe ich von einem echten LKW-Fahrer, der in den Staaten fährt. Der ein oder andere wird jetzt wissen, dass ich Mirko meine. Mirko auf Achse. In seinem Video, was heute rauskam, heute ist Sonntag, hat er das nämlich erzählt. Und das sind immer so Kleinigkeiten, die man dann halt so mitbekommt. Ob wir das noch schaffen bei der Ampel? Ich wage es zu bezweifeln. Doch, wir schaffen es noch. Zeittechnisch sind wir eigentlich noch ganz gut, dass der Stopp bei Enna eigentlich möglich wäre. Und das ist einer von diesen merkwürdigen Autofahrern in Amerika. Aber man gewöhnt sich an alles. Sofern uns die Route jetzt durch Bakersfield durchführt und nicht dran vorbei, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich meinen Vorrat an Sandwiches mal so ein bisschen auffüllen? Was auch gar nicht so schlecht ist. Ich muss immer grinsen, wenn ich an diesem Burgerladen vorbeifahre. Weil da war ich bisher noch nie drin. Ah, der Torbogen, den man so liebt. Bakersfield.
Na, dann wollen wir doch mal abbiegen. Wird aber eine knappe Kiste da hinten. Hat der diese seine Halle neu angemalt oder war die schon immer so? So, dann stellen wir uns hier mal hin. Ich werde mal eben da vorne hingehen, mir ein bisschen was zu futtern holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Tür wieder zu. Und wir machen uns wieder auf den Weg zum Truck. Ich habe noch mal eine kleine Tasche hierbei, wo ein bisschen was drin ist, damit ich auch ja nicht verhungere. Das packen wir mal im Kühlschrank. Ich muss hier drin doch mal ein bisschen was schön machen. Sieht so doch relativ nackt aus hier drin. So. Dann habe ich jetzt einen ganz verwegenen Plan. Ich hoffe mal, er geht auf. Dazu machen wir mal die Warmlenkanlage an. Ich befürchte fast, er geht aber nicht auf. Die da weg sind, von da kommt jetzt zwar eine, aber vielleicht haben wir ja Glück. Nee, ich denke mal, hier würde ich jetzt bloß unnötig lange alles aufhalten. Dann fahren wir doch ein bisschen anders. Alter, was ist denn hier im Bakersfield für ein Verkehr? Meine Fresse. Aber auch das gehört leider Gottes dazu. Die lässt mich aber auch wirklich keiner rein, ne? Ich will doch bloß umdrehen hier. Wir spielen den Stausimulator.
aber ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder läuft, würde ich sagen. Oder wollen wir es noch abwarten? Kann ich da hinten nicht auch rauffahren? Das sieht doch auch schon mal nicht schlecht aus, wenn jetzt der Bus dann weg ist. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich hier einfach so über ein Hotelgelände fahre, der gute Mann, der das hier betreibt, den kenne ich. Und jetzt stehen wir hier und warten, dass wir rauskommen. Na, vielleicht lässt uns ja irgendeiner hier vor. Schauen wir einfach mal. Aber so einen Verkehr habe ich in Bakersfield echt auch noch nicht erlebt. Wie spät haben wir es eigentlich? Scheint Feierabendverkehr zu sein. Ampel ist grün, aber irgendwie traut sich keiner. Ah, jetzt. Mann, 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 Mann. Wie gesagt, ich melde mich gleich wieder, wenn sich das Ganze hier so ein bisschen aufgelöst. Oh, jetzt geht es wieder ein bisschen schneller. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Wenn jetzt da hinten nicht gleich die nächste Karawane um die Ecke kommt. Die nächste Ampelphase könnte unsere sein. Ja, nur macht Hackengas hier. Ja, du auch noch mit deinem Wohnmobil hier. Oh, jetzt bleibt... Oh, da kommen die Nächsten. Leute, ich stehe hier nicht aus lauter Lust an der Freude. Jetzt sieht es aber gut aus. Sofern die das jetzt hier gebacken kriegen. Seht zu, seht zu, seht zu. Man muss hier gleich mal ein bisschen ausholen.
kann ich eigentlich schon mal ein bisschen machen. So. Perfekt. Jetzt stehen wir an der nächsten Ecke. Aber das ist halt auch mal eine Sache, die kommt halt auch mal vor, dass man in der Stadt doch ein bisschen länger steht. Auch wenn das jetzt hier wirklich gerade Zeit frisst ohne Ende. Und alles nur, weil ich Sandwiches von Anna haben wollte. Und das ist so der typische Amerikaner. Einfädeln ist nicht so unbedingt deren Königsdisziplin. Fenster mal zumachen, damit die Klimaanlage wieder ein bisschen runterkühlen kann hier. Aber entweder war ich echt schon lange nicht mehr hier oder Tom hat wirklich seine Halle ein bisschen angemalt. Aber ich denke mal, ich war eher lange nicht mehr hier. Wie weit haben wir es eigentlich noch? Das sollten wir definitiv noch schaffen. Wenn wir denn erstmal aus Bakersfield raus sind. Und ihr so? Mann, Mann, Mann. Das war da aber wirklich meine Rush Hour. Zum Glück wieder on the road. Na gut, Roger. Go straight. Ich glaube, der verzweifelt auch so langsam, dass irgendwie niemand, den er enger kennt, ein Peterbilt fährt. Michael, du musst hier mal herfahren, damit zumindest er mal sieht, es gibt Leute, die fahren wirklich Peterbilt.
50 Cent wieder gesetzt. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, warum ich nicht einfach den Bogen außenrum gefahren bin. Hat den einfachen Grund, da wären wir noch an einer Waage vorbeigekommen. Und wenn ich es irgendwie einrichten kann, dass ich nicht an einer Waage vorbei muss, dann mache ich das gerne. Weil das doch irgendwie immer Zeit ist, die einem wegrennt, die man nicht unbedingt hat. Und wir haben jetzt ja schon allein gesehen, was der Stau in Bakersfield, was der uns an Zeit gekostet hat. Das gute Tumbleweed. Was habe ich mich das erste Mal, wie ich hier im ATS gefahren bin, erschrocken, als das über die Straße gerollt ist. Aber ich denke mal, das ging jedem so, der mit ATS angefangen hat. Da will ich nachher wieder gucken, ob sich das Zeug irgendwo verhakt hat. Vorhin, das Zeug ist so widerspenstig, das kriegst du noch nicht mal vernünftig weggezogen dann. Beziehungsweise du musst aufpassen, dass du dir nicht noch irgendwas abreißt. Trailer habe ich ja das Glück, dass der schon relativ tief ist und dass das da dann eher abprallt. Heute ja wieder einen ereignisreichen Tag hinter uns. Ein bisschen bereue ich ja diesen kleinen Abstecher in Bakersfield. Ich hätte einfach durchfahren sollen. Aber mal ehrlich, wer von euch, der Anna's Sandwiches kennt, kann dann einfach durch Bakersfield durchfahren? Da ärgert man sich doch eher, dass man da nicht angehalten hat, als wenn man jetzt mal so ein bisschen Zeit verloren hat. Was habt ihr jetzt hier schon wieder für ein Problem? Ja, das wird ja hier einspurig. Der Sheriff ist wohl gerade mal eben die Natur begrüßen. Da stand nur sein Motorrad. Heute habe ich aber auch wirklich die A-Karte gezogen.
Mamma mia. Wir haben doch keine Zeit. Na, geht zum Glück weiter. Was bremst ihr denn jetzt hier schon wieder? Meine Güte. Bestimmt ein Touri. Och, guck mal, Hildegard, die schönen Kakteen. Da muss ich noch mal ein Bild von machen. Und wegen so einem Pappnasen stehe ich hier dann dumm in der Gegend rum. Und mir rennt die Zeit davon. Und wehe, du fährst jetzt nicht bei Grün los. Heute bin ich dann aber auch wirklich froh, wenn der Tag vorbei ist. Die letzten Meilen jetzt noch verfahren. Das wäre noch das, was mir zu meinem Glück fehlen würde. Der Sonnenuntergang bricht auch langsam an. Sehen, dass wir beim Kunden ankommen. Barstow ist ja zumindest schon mal vor uns. Da dann das Ding bloß noch runterschmeißen, dann einen Truckstop suchen. Dann können sie mich alle mal am Popo lecken. Oh, wie ich es hasse, direkt so am Berg anzuhalten.
Ich versuche ja eigentlich immer, Schwertransport Daycap. Jo, okay. Kann man mal machen. Wäre jetzt aber nicht unbedingt mein Traum. Das ist aber äußerst... Ja, und du bleibst da jetzt so stehen. Das ist ganz toll von dir. Er wird zumindest Angst gehabt haben. Mehr wie ich, denke ich mal. Und hier vorne ist dann auch endlich unser Kunde. So. Dann wollen wir mal gucken, wo wir uns hier einen Krallen der Ahnung hat. Und ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es von Barstow aus wieder weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hello, sir.